Moin Moin und willkommen zurück bei Addicted Aussie. Bisschen hell hier, aber egal. In Wirklichkeit ist es ziemlich dunkel hier im Raum, aber naja, egal. Die Kamera macht's und wir fangen an. Und zwar seht ihr hier meinen Traxxas X-Max. Und wie ihr unverkennbar am Videotitel erkennen könnt, bauen wir jetzt hier den ZTW Beast Pro 200 ein und gucken uns das Ganze mal an, was hier passiert, wie es passiert und warum es passiert. Hier mal ganz kurz ist mein Max 5, der hier eigentlich eingebaut ist. Dieser Regler ist immer wieder beeindruckend groß, wie ich finde. Ja, das ist nicht mal eben so eine Max 8 Größe, es ist schon wirklich eine 1 zu 5 Regler. Ne? Und das ist der ZTW. Und der ZTW ist im Vergleich nur 2, 3, 4 mm kürzer. Er ist genauso breit. So kann man es erkennen. Der ganz knapp. Vorne sind sie genau bündig, hinten der Max 5 ist minimal länger. Nur ein paar Millimeter. Was allerdings ist, der ZTW ist doch schon schwerer als der Max 5. Hier haben wir ein Alugehäuse, hier haben wir ein Kunststoffgehäuse. Das wird wohl dann ausschlaggebend sein. Ich bin gespannt. Können wir mal kurz auf den Karton gucken, wenn ich mir noch was nachgucken. Nein, nix. Nicht die Info, die ich haben möchte. Und zwar möchte ich mal ganz kurz gucken, ob das Ding wasserdicht ist. Vielleicht sehen wir das ja irgendwo. Nö. Nö. Also, falls es wer weiß, dann weiß er es. Kannst vielleicht noch mal kurz in das Video schreiben. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Irgendwo stand es, glaube ich. Wir bauen ihn trotzdem ein. Ich fahre ihn ja sowieso nie im Wasser. Oder wenn es nass ist. Ich bin schön Wetterfahrer. Und von daher ist mir das ja eigentlich auch egal. Wir bauen ihn ein. Und was wir zuerst machen wollten, gucken, ob er unten ins eigentliche Fach passt. Und da er nur 2-3 mm kürzer ist als der Max 5, wissen wir jetzt schon, ohne dass ich es versuche, dass er nicht passt. Ich hole euch dafür ein bisschen näher ran. Dann sehen wir das mal ein bisschen genauer. Also er wird definitiv nicht reinpassen. Das hier ist meine Carbonplatte, die ich selber mal angefertigt habe. Die passt sich dem Teil hier an und passt hier genau rüber, wird an drei Punkten dann fixiert mit Kabelbindern und ist wirklich fest. Da passiert nichts, da hält alles. Der Deckel ist hier ab, weil ich hier eben noch ran muss. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Der Regler passt zwischen den Streben durch. Wenn man jetzt die Empfängerbox entfernt und sie irgendwo hier oben dann hinsetzt, hier haben nämlich auch schon ein paar Leute gemacht, ich nicht, dann kann man den Regler natürlich da unten reinsetzen, wenn man das so anpasst. Klar, funktioniert. Schwerpunkt tiefer, klar. Aber ich glaube, bei dem Auto reden wir hier nicht über Schwerpunkt. Ne? Also es gibt nämlich schon Leute, die haben sich hier oben Libos reingeschnallt, nur für ihr Licht und all so ein Kram. Und das hat immer noch super funktioniert. Von daher völlig Wurst. Wir bauen diesen Regler genauso ein wie meinen Max 5. Und zwar auf die Platte hier. Zack, da. Das heißt aber auch, ich muss löten und ich muss nicht zu knapp löten. Ich überlege nur, wie ich es so mache, dass ich die Kabellänge behalte. Ja, wird ein bisschen hässlich, aber ich will die Kabellänge irgendwie behalten, weiß ich nicht. Vor allem, ich guck mal. Ah nee, stimmt ja, das waren ja Goldkontakte. Ist das dieselbe Größe wie die Motordinger? Motordinger vor allem. Nee,
Schade, schade. Ein bisschen größer. Egal. Löte ich neue an, löte ich Goldis an und dann mache ich hier auch die Kabel kürzer, weil dann kann man die Kabel einfach erneuern und fertig. Nur das Plus- und Minus-Kabel ist natürlich nicht steckbar. Das lassen wir so lang, wie es ist. Und dann lege ich die Kabel über Kreuz, damit die Kabellänge bestehen bleibt. Ja. Gut. Ich fange an. Ich löte das mal eben um. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er eingebaut ist. Und dann versuchen wir, das Ding mal in Betrieb zu nehmen. Bis gleich. Der Regler ist drin. Der Regler sieht in diesem Auto natürlich auch hier. Das ist ein wunderschöner Regler. Optisch finde ich den tausendmal hübscher wie den Max 5. Aber wir gucken natürlich nur aufs Technische. Allerdings möchte ich es trotzdem gerne einmal zeigen, wie das Ganze aussieht. Jetzt zum Beispiel, da ist der Regler auf meiner Carbonplatte. Den einen Ausschalter habe ich wie vorher auch schon hier vorne drauf. Auf diesen Steg. Hoppala. Hier aus. Okay, muss länger drücken. Das war wirklich gerade das erste Mal, dass ich den eingeschaltet habe, aus Versehen. Ganz kurz zu meiner Kabelverlegung. Die habe ich jetzt über Kreuz gelegt, damit ich wirklich, was das angeht, die Akkukabel die volle Länge benutzen kann. Und wir haben hier immer, ich zeige einmal kurz dahin, dann hebe ich es wieder an. Da zu Erleichterungslöcher. Da befestige ich immer die Kabel für die Akkus. Das funktioniert immer sehr gut. Das ist ein kleiner Tipp von mir, wer es vielleicht auch so macht. Hier wirklich einmal langlegen. Da hat man wenigstens noch Kabel über und gut. Die habe ich jetzt auch lang genug gelassen. Hier habe ich so einen kleinen Trick angewandt mit 3 Kabelbindern. Dann sieht das immer ganz hübsch aus. Anstatt man das einfach nur zum Dreieck zusammenbindet, macht man es dann so. Sieht ein bisschen besser aus. Ja, dann machen wir ihn jetzt mal an. Vorher nehme ich nochmal meine Funke. Mach die mal an. Hoffentlich habe ich ihn X-Max benannt. Ja, da ist er. So, lassen wir das mal drin und mach ihn einfach mal an. Okay. Das funktioniert schon mal. Gas geben gar nicht. Allerdings ist hier auch noch kein der Regler ist noch nicht angelernt. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Machen den mal wieder aus. So, ich guck mal ganz kurz. Ich lese mich mal ganz kurz rein und dann schalte ich gleich wieder rein und erkläre es euch nochmal ganz genau, wie es geht. So, ich habe es jetzt geschafft, das hier anzulernen und ich möchte euch jetzt natürlich nicht voranhalten, wie das Ganze funktioniert. Das ist nämlich ganz einfach. Ihr haltet den Ein-Ausschalter gedrückt, bis die blaue LED blinkt oder nur blaue LED am Regler leuchtet. Dann wartet ihr auf das Signal, Vollbremse, bis er piept, Vollgas, bis er piept zweimal und Leerlauf, bis er dreimal piept. Dann wieder ausschalten. Und das Ding ist angelernt. Und jetzt nimmt er zum Beispiel 8 Zellen, 8S haben wir angeschlossen. Jetzt nimmt er auch Gas an. Ja. Das ist gerade Gas geben. Ja. Das müssen wir jetzt noch umprogrammieren und das machen wir jetzt. Und zwar mache ich das natürlich mit der Programmierkarte, die ZDW da mitliefert. Ich gucke jetzt mal, ob das der Anschluss ist. Minus ist das, ja, so.
Vielleicht müssen wir ihn auch wieder ausschalten und wieder einschalten. Mal gucken. Da ist er. Okay, also es ist dieses Extra-Kabel, was übrigens aus dem Regler vorne rauskommt. Wir haben einmal das Kabel, was zur Empfängerbox geht. Wir haben einmal den einen Ausschalter, das Kabel, und ein Extra-Kabel, was nur zum Programmieren ist. Sehr geil. So, Voltage Protection. 3 Volt pro Zelle ist ein bisschen hart. Da gehen wir mal... Oh, No Protection. Also das Höchste, was wir einstellen können, ist 3,4 Volt pro Zelle. Okay, machen wir mal. Das Niedrigste ist übrigens 2,6, 2,8, 3, 3,2, 3,4. Und dann kommt No Protection. Also wir bleiben auf 3,4, der höchste in Einstellungen, wohl bemerkt. Vorwärts, rückwärts, Bremse, das lassen wir drin, den Modus. Motor, Timing, normal, ja, okay. Ja. Reverse Throttle 60%, Rück, ja, okay. Brake Force 50%, das lasse ich jetzt erstmal so, weil ich nicht weiß, wie es arbeitet beim Fahren. Motor Rotation, das wollen wir jetzt ändern auf Reverse. So, Neutral Range lassen wir so BC, schalten wir auf 7,4 Volt. Das war schon. Alles Relevante programmiert. Jetzt schalten wir ihn aus und wieder ein. Und jetzt müsste rein theoretisch auch die Lüfterdrehzahl des Lüfters höher sein. Ja. Weil wir haben das BEC auf 7,4 Volt angehoben und wir haben hier jetzt mehr Drehzahl. Okay, das ist immer noch verdreht. Die Motor Rotation, das heißt, wir drehen jetzt die Kabel. Machen jetzt erstmal aus. Hier wurden jetzt einfach dann die Kabel verdreht. Das ist ein bisschen locker. Das ändere ich gleich nochmal. Das heißt, ich drehe hier unten die Kabel, stecke das dann wieder ran. So. So. Und jetzt schalten wir ihn wieder ein. Jetzt gehen wir nochmal in die Programmierung und programmieren das jetzt mal anders zurück. Wenn das dann jetzt nicht hilft, ändern wir es an der Funke. Kann man ganz kurz gucken, an der Funke, ob ich es da vielleicht anders verkehrt rum drin habe. Kanalumpolung, nein. Also jetzt gar nicht mehr. So, wahrscheinlich weil ich im Programmieren bin. Okay, jetzt muss ich doch wieder die Kabel ändern, wie es vorher war. Ich muss es tatsächlich an der Funke machen. Da war es dann richtig. Goldkontakt muss ich gleich nochmal ändern, der ist ein bisschen locker. Schalten wir wieder ein. Da ist er noch. So will ich das haben. Also er hört sich sehr abrupt an, der gibt abrupt Gas, ne? Aber das ist auch, weil ich das hier, ich kann das genauso feinfühlig machen. Das hört sich sehr hart an. Wir gucken mal, wie sich das verhält beim Fahren. Ich ziehe jetzt mal das Kabel hier ein bisschen zurück im Kabelbinder. So, dann kann auch nichts passieren.
Das Einzige, was ich jetzt nochmal prüfen werde vor der Fahrt, ist hier nochmal der Goldkontakt, weil der hier sehr locker sitzt. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Es ist angelernt, es funktioniert. Wir sind soweit fahrfertig. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Sehr geil, Lüfter. Macht gute Arbeit. Ja, gut. Das war es dann jetzt von mir. Funke machen wir auch wieder aus. Zu diesem Einbau, Anlernen und Programmieren. Bin gespannt, wie er fahren wird. Ja. Ansonsten, ja. Sehen wir uns dann im nächsten Video hier zum X-Max im Fahrvideo. Ich hoffe, dass ich das ziemlich zeitnah dann drehen kann. Das Wetter spielt momentan bei uns in Hamburg und Umgebung. Ja, es regnet mehr als es sollte und das nervt ein bisschen, weswegen ich nicht zum Fahren komme. Klar kam ich jetzt kurz im Haslo Megadrom zum Fahren, aber das war dann auch mehr oder weniger spontan. Und nun ja, das wird schon. Herrlich. Gut, das war's jetzt von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.